Alles ist frisch, alle haben richtig Bock, menschlich gesehen. Bauchgefühl auf jeden Fall. Und mit Svetislav Pesic hier, einer der besten Trainer in Europa, konnte ich aber nicht Nein sagen. Wir werden viel in Erinnerungen schwelgen. Aber das schafft man trotzdem. Paul, wie bist du denn eigentlich zum Basketball gekommen? Woran hattet ihr liegen? Mit dem Auto. Das war, glaube ich, mein Lieblingsvideo. Ja? Bis jetzt. Okay. Ich guck's mir immer wieder an. Ja, okay, das nächste Mal jetzt gleich. Ah, Jule! Paul, grüß dich! Servus! Bist du geduscht? Klar. Hi. Kommst gerade vom Training? So sieht's aus. Also eine Belastung in den Beinen, wie war's? Wie ist die Stimmung? Gut. Wir spielen gerade gut. Wir trainieren ein bisschen weniger als sonst, weil wir einfach viele Spiele haben. Von daher, Spiel macht immer ein bisschen mehr Spaß als Training, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Was wir heute mit dir vorhaben, wir machen jetzt hier einen kleinen Spaziergang um dieses wunderschöne Gebäude, das du ja auch wahrscheinlich dein Wohnzimmer inzwischen nennst. Natürlich. Ja. Wir werden viel in Erinnerungen schwelgen und dich dann aber auch von der Seite kennenlernen. Mhm. Kleiner Spoiler, die, glaube ich, noch nicht jeder von dir kennt. Ich selber aber schon. Ich gehe davon aus, ja. Dann bin ich gespannt. Ja. Wir starten aber hier und jetzt. Du hast angesprochen, dass es sehr, sehr gut läuft bei euch. Es haben nicht alle Experten so erwartet. Sag mal, woran liegt's und was ist der Unterschied zum Finalturnier hier im Juni? Woran hattet ihr liegen? Ich würde sagen, wir sind einfach als Team relativ früh schon zusammengewachsen. Ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenliegt, dass wir einfach gut zusammenpassen, menschlich gesehen. Also wir sind einfach, ich glaube, da haben sich auch schon einige sehr gut befreunden können miteinander. Ja, aber das, ich glaube, das kommt einfach von der neuen Energie, von der neuen Sichtweise. Einfach alles ist frisch, alle haben richtig Bock. Von der ersten Sekunde hat man es gemerkt, wie wir zusammengefunden haben in der Preseason. Wir arbeiten jede Minute, die wir in der Halle sind, arbeiten wir konzentriert an Dingen, die der Coaching-Staff natürlich mit Andrea angeführt, sehr gut vorbereitet haben. Und für jedes Spiel wissen wir auch genau, was wir machen wollen. Deswegen, es macht sehr viel Spaß gerade. Das klingt sehr, sehr gut. Man sieht es, glaube ich, auch bei dir gefühlt. Verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Triffst du seit dem Sommer so ungefähr jeden Dreier, sei es im Training oder in Spielen? Liegt das an der neuen Konstellation mit dem Coach oder woran liegt es an harter Arbeit, so wie immer? Oder? Also ich wollte nach letztem Jahr auf jeden Fall mehr werfen von außen, gerade Dreier. Das war auch seine Sicht der Dinge. Ich habe für mich trotzdem am Anfang gesträubt, obwohl ich es selbst eigentlich machen wollte. Also es ist ein bisschen schwierig, sein Spiel von einem auf den anderen Tag zu verändern. Das ist ja dann doch eine Veränderung, wenn man plötzlich Würfe nimmt, die man vielleicht sonst nicht nehmen würde. Das hat mich ein bisschen mehr Zeit gekostet, als ich gedacht habe am Anfang. Aber Trainer hat da schon immer wieder nachgehakt und hat mir auch Aufgaben gegeben, dass ich nach dem Training, ich bin jetzt seit Anfang der Saison, der Preseason eigentlich nach jedem Training, nicht eigentlich. Nach jedem Training bin ich noch in der Halle und mache Challenges, werfe irgendwas. Also ich glaube immer noch nicht, dass die Quote da ist, eigentlich wo sie hingehört. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, wo sie ist. Ich nehme mehr Würfe. Und wachst du manchmal aktuell nachts auf, schweißgebadet und hörst den Coach dich anbrüllen? Nein. Nein? Nein, nein, nein. Das passt zu der jetzigen Bayern-Zeit, passt es nicht. Okay. Aber wie geht man damit um? Also ich meine, er hat ja schon den einen oder anderen Einlauf, also nicht nur für dich speziell, sondern auch für alle anderen. Motiviert das einen oder stachelt es einen an? Wie geht man damit um? Also erstmal, wenn ein Trainer dir versucht, also er versucht dir zu helfen. Wenn du das verstehst, das ist der erste Schritt. Dann heißt es gleichzeitig, dass er dir nicht egal ist und dass er was von dir hält. Und wenn man in einem guten Team spielt, in dem wir dieses Jahr alle spielen, dann ist das ein Stück Arbeit, das ist eine große Aufgabe, aber es macht auch Spaß und es ist irgendwie eine Bestätigung. Und jedes Detail, was er sagt sehr viel, weil er sehr, sehr viel sieht einfach, ist einfach perfektionistisch. Ja. Das sind alles Möglichkeiten, sich zu verbessern. Es läuft sehr gut und toi toi toi, dreimal auf Holz. Ihr seid auch die Mannschaft, die bisher sehr, sehr gut durch die Corona-Pandemie
gekommen sind. Wie schwer ist es dennoch für dich persönlich auch, außer den Hallen und wahrscheinlich deinem Zuhause nicht viel zu sehen? Im Moment nicht so schwer, einfach nur, weil das, glaube ich, in so einem Rhythmus mit so vielen Spielen einfach so ist mit den ganzen Reisen. Ich glaube, unser Alltag ist fast am wenigsten vielleicht betroffen von allen Menschen auf der Welt. Also wir dürfen jeden Tag das machen, was wir wollen. Natürlich haben wir viele Regeln zu beachten, Masken tragen und was weiß ich. Aber das ist wirklich das Allerkleinste für uns. Nutzen wir die Zeit. Simsalabim, dreh dich einmal um. Welche Erinnerungen kommen denn da hoch? Das war, glaube ich, mein Lieblingsvideo. Ja? Bis jetzt. Okay. Ich guck's mir immer wieder an. Ja, okay, das nächste Mal jetzt gleich. Ihr kriegt's jetzt auch zu sehen und wir sehen uns dann drin im Home-Kino wieder. Ey, Grüße an Martin. Grüße erstmal an Martin. Erstmal an Martin noch die Grüße, sehr gut. Ja, wir gehen jetzt wieder in die Halle. Aha. Und schauen uns die Videos an. Jawohl, Alter. Ach ja, der Paul, einfach ein angenehmer Zeitgenosse. Schnacken über die Vergangenheit, ja. Ich könnte ewig so weitermachen, aber jetzt erstmal rein in die Zoom-Vergangenheit. Haha, endlich geht's wieder los mit der neuen Saison und damit auch wieder mit Zoom. Verdammt. Wir sind hier gerade noch beim internen Teammessen, hallo. Beim Einschwören sozusagen auf die Spielzeit 15-16. Und gute alte Tradition, die erste Folge. Das ganze Video. Mit Paul Zipser. Dann lass uns einfach mal in unser neues Studio gehen und in der Zwischenzeit schauen wir uns ein kleines Porträt von Paul an. Das ist auch in deinen Augen ein bisschen Bewunderung zu erkennen. Sehr viel. Lange ein Vorbild für mich. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. So wie immer. Und keine Special Effects. Wir haben ein Studio eingerichtet. Oh shit. Ja. Das hat aber Sebastian gefilmt, oder? Das ist, nicht wirklich viel vom Sommer, also was Erholung betrifft in dem Sinn. Erzähl mal, wie war es bei der Nationalmannschaft? Was hast du da mitgenommen sozusagen von der EM? Und wie war es mit der 7-Foot-Schnitzel mit Dercules? Warte mal kurz. Ja. Aber wenn ich die ganze Zeit so gucke, dann sieht man nicht die ganze Zeit nur von der Seite, oder? Wenn ich mit dir, das stimmt, mit dir dann rede. Wie soll man es denn sonst machen? Das ist da sitzt. Das war viel mehr Sinn. Guck mal, wenn man hier nicht mitdenkt, weißt du? Ja. Schlimm. Wir haben bei Zoom ja auch einen Bildungsauftrag und fragen deshalb ganz oft und ganz gerne investigativ nach. Paul, wie bist du denn eigentlich zum Basketball gekommen? Mit dem Auto. So. Kassenhäuschen. Mitdenken gefordert. Was sind das für Erinnerungen? Du hast gesagt, du schaust es tatsächlich immer mal wieder noch an. Mhm. Kommen da auch andere Gefühle hoch? So, ich meine, das war deine Startzeit, auch deine Profikarriere hier, ja, die gestartet ist. Oh, also wenn ich mir die Videos dann angucke, gerade was dann danach auch noch gewesen ist, dass sich mal den Kopf anhaut und was weiß ich, da denke ich jetzt wenig an Basketball, aber klar, wenn man ab und zu mal auf YouTube die älteren Videos sieht, da denkt man schon viel, wie es so angefangen hat. Ich selber sehe mich, wie ich vor, keine Ahnung, wie viele Jahren ausgesehen habe. Das bisschen habe ich mich verändert, zum Glück. Und was? Ja, und? Deine Meinung, wie sahst du aus? Jung. Ja. Ich bin immer noch jung, aber... Du bist, ich wollte es gerade sagen, du bist ja eigentlich jetzt... Das sagt Mira immer wieder, wenn wir die Dinger sehen. Oh, du siehst so klein aus, du siehst so jung aus. Mann. Ja, du bist Mitte 20, also wenn man dich jetzt eigentlich so deine Karriere verfolgt, man könnte ja das Gefühl haben, du bist jetzt mit 30 hier schon der erfahrene Haudegen, aber so ist es ja gar nicht. Nee, wenn man früh anfängt, dann fühlt sich das vielleicht so an, ja. So, wir gehen weiter in unserem Archiv. Da gibt es nämlich noch mehr Schätze. Das war 2016. Das waren Zeiten, wo wir, wie man sehen kann, schon ein eigenes Studio hatten. Also da war schon richtig Asche hier vorhanden. Es gab Zeiten in den Jahren davor. Da war das noch nicht so. Da mussten wir raus in die Wildnis und Interviews in Settings führen, die nicht so einfach waren. Ja, ja? Schauen wir uns jetzt mal an gemeinsam. Unser Kamera/Regie/Pausen-Sasa regelt das für uns. Wiesen, ja. Ich dachte, jetzt kommt auch das, wo ich die ganze Zeit so rumlache. Oder kommt es auch noch? Nee. Get
in der Liga bald wieder rum. Was erwartest du vom ersten Spiel gegen den... Aber groß aufgefallen sind wir nicht. Auf dem Wiesen fällt es sowas nicht auf. Nee. Aber das schaffen wir trotzdem. Immer ein bisschen mehr gejagt. Jetzt kommt er noch aus München, heißt FC Bayern. Ist es dann noch schlimmer? Das werden wir sehen. Letztes Jahr haben wir schon ein bisschen gemerkt, dass die Teams immer alles geben gegen uns, sowieso schon. Und jetzt werden wir sehen, ob das noch mal mehr wird. Aber ganz souverän, trotz der Gegebenheiten. Ich weiß auch nicht, das ist einfach pure Professionalität. Ja, also Paul Zipser schon seit Jahren PR-Profi, würde ich sagen. Hand aufs Herz, hat dir das damals Spaß gemacht oder doch eher auch ein bisschen verstört? Also wenn dir sowas nicht Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. Das hat schon viel Spaß gemacht, wie immer. Ja, das war jetzt das Jahr 2014. Wiesen 14, ja. Genau. Hast du aus der Mannschaft auch damals, also klar, du hast jetzt quasi auch einen Assistant-Coach, der damals mit dir noch im Team war, den du quasi ja, dessen Karriere du beendet hast, sagt er ja immer. Hast du sonst Kontakt noch zu den Teammates von damals? Zu einigen, also Dion hatte ich länger immer wieder über die Jahre. Malcolm sieht man jetzt ja immer über die Saison. Man sieht immer wieder ein paar Leute, auf jeden Fall. Also jetzt natürlich mit Desmond jeden Tag. Ich weiß noch nicht, was er damit meint. Er wollte einfach nicht mehr spielen. Was kann ich dafür? Irgendjemand musste ja dann mal anfangen zu verteidigen. Auf jeden Fall. Als letzter Einspieler kommen wir jetzt zu, ich weiß nicht, ob es wirklich dein erster Tag hier im Audidom war, aber einer der ersten. Kaugummi-Tag, meinst du? Ich wollte es gerade sagen, ich habe selten jemand stylischer Kaugummi kauen gesehen als. Das ist einfach ein schönes Beispiel. Man hört immer wieder so mit 14, 15, 16, wenn man anfängt, so Jugendnatio, und dann reden sie davon, okay, Media, was müsstest du machen, was solltest du auf keinen Fall machen? Das ist eins davon. Und ja. Wir schauen es uns einfach mal an, wovon wir hier reden, dann wisst ihr nämlich auch Bescheid. Mhm. Yep. Ja. Gründe für den Wechsel zu den Bayern gab es viele. Die Entscheidung am Ende nicht nur reine Kopfsache. Bauchgefühl auf jeden Fall. Und mit Zvezdislav Pesic hier, einer der besten Trainer in Europa, konnte ich aber nicht Nein sagen. 2,03 Meter, Zipser ein Guard mit Gardemaß. Es gibt nicht viele lange Kerls auf dieser Position. Bei den Münchnern muss er seine Position erst noch finden. Also bis jetzt habe ich nur auf dem Flügel gespielt, aber mit Zvezdislav Pesic hat mit mir auch geredet. Mal gucken, was man aus mir noch so machen kann. Tja. Gucken, was man aus dir so machen kann. Wenn du das jetzt siehst und also als 18-Jähriger in einem neuen Umfeld, neuer Club, Zvezdislav Pesic als Trainer zu haben, ist mit Sicherheit nicht von Nachteil, aber auch nicht so einfach wahrscheinlich. Wenn du zurückblickst, wie war die Konstellation? Ja, genau das wollte ich ja dann auch. Also ich wollte eine richtig große Challenge. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum ich eine riesen Challenge wollte. Vielleicht habe ich es ein bisschen unterschätzt, aber es hat mir sehr viel geholfen. Und da sehe ich ja aus wie fuck, also wie 14, 16. Ja, das ist also schönes Bild gerade, muss man sagen. Vielleicht kann der Kameramann einmal noch switchen, weil das lohnt sich tatsächlich. Ja. Ciao. Dieses schöne Bild. Paul Zipser im Jahr 2013 war das. Und wir beide waren jetzt seit 2013 hier, du mit einer kleinen Pause. Auf diese Pause kommen wir auch noch zu sprechen, weil da ist natürlich auch ganz, ganz viel passiert. 2 Jahre NBA, ein halbes Jahr in Spanien, aber dazu später mehr, wenn wir an einen Ort gehen, den wir immer noch nicht verraten. Richtig? Mhm. Perfekt. Super. Anfangs Zvezdislav Pesic und neues Umfeld. Ich habe hier mit ein paar Kollegen auch im Office gesprochen, die dich von damals auch noch kennen. Die meinten, du hast auch mal in der Pro B noch in der Säbener Halle gespielt. Stimmt das? Pro B nicht. Also ich habe in der zweiten am Anfang ein bisschen gespielt. Ich bin ja hierher gekommen verletzt. Ja. Sieht man vielleicht, dass ich nicht ganz viel Sport machen durfte. Ich durfte mich nicht bewegen für ein bisschen länger. Und dann
nicht diese Saison, sondern die darauf, habe ich dann hier mittrainiert jeden Tag und dann habe dann in der zweiten, wir waren aber noch in der Regionalliga, gespielt immer wieder. Okay. Bevor wir an diesen total geheimen Ort gehen und uns da um den privaten Paul Zipser kümmern und vielleicht auch Einblicke bekommen von Leuten, die uns noch viel, viel mehr erzählen können über ihn, als das wir tun können hier im Audidom, entlassen wir dich hier aus deinem Wohnzimmer nicht ohne was zu machen? Zehn kurze. Ohne was zu machen? Ah, wir machen höchstwahrscheinlich 10 kurze. Richtig. Nummer uno. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich grünere Politik machen. Wenn ich Andrea Trinchieri wäre, würde ich höchstwahrscheinlich durchdrehen. Wenn ich heute nochmals 18 Jahre jung wäre, würde ich weniger Kaugummi essen. Wenn ich einen Tag mit jemand tauschen könnte, das wäre dann? Mit so vielen würde ich, glaube ich, gar nicht tauschen wollen. Fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. Das spricht für dich. Wenn ich einen Wunsch bei unserem Maskottchen Bernie frei hätte, würde ich? Ich habe so viele Wünsche bei Bernie frei. Mhm. Wenn ich einen Wunsch bei ihm frei hätte, dann würde ich sagen, mir fällt jetzt so viel, das kann ich jetzt aber hier leider nicht erzählen. Okay. Grüße gehen raus. Mhm. Ihr habt bei den Spielen, habt ihr da schon so Sonder... Auch bei den Spielen. Wir kennen uns jetzt seit Ewigkeiten jetzt schon. Wir sind gute Freunde geworden. Wenn ich mein Leben lang nur noch eine Sache essen dürfte, wäre das? Mir fällt jetzt ein Video von Jeremy Fragrance ein. Die, die es kennen, die wissen jetzt, wovon ich rede. Ich habe keine Ahnung. Eine Sache, die ich essen dürfte, ich liebe Pomelo. Mal was ganz Komisches. Ja, okay. Wenn ich in einer Castingshow auftreten müsste, würde ich diesen Song performen. Oops, I did it again. Wahrscheinlich. Kannst du gut. Ja, ja. Okay. Wenn ich eine Schwäche ablegen könnte, würde ich? Würde ich diese ablegen. Letzte Frage. Wenn ich Paul Zipser in 20 Jahren besuchen möchte, muss ich wohin reisen? In 20 Jahren? Nicht allzu weit, höchstwahrscheinlich. Schwankt zwischen Heidelberg, 70-30 zu München vielleicht. Mhm. Gut, das waren 10 kurze. Sehr souverän gemeistert. Macht immer wieder Spaß. Es fühlt sich so an, als würde es jedes Mal mehr Spaß machen. Ja? Ja. Vielen Dank. Für euch ist der Spaß aber noch lange nicht zu Ende, denn wie versprochen geht's jetzt so, werden wir ein bisschen deeper. Es geht jetzt um Paul Zipser als Mensch. Oh je. Und was er denn so, schaltet ab. Und was er denn so neben dem Basketball noch so macht. Und dazu begrüßen wir euch das nächste Mal, wenn es da wieder heißt. Wenn es wieder heißt, 10 kurze mit Paul Zipser woanders. Cut, wir gehen. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren und hier geht's zum nächsten Video.